Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Hörspiel. Heute ist Krakerlakenpartyzeit. Das bedeutet, ihr hört heute nichts Neues, sondern alle Videos bzw. alle Telefongespräche aus der vergangenen Woche noch einmal zusammengefasst, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem neuen Hörspiel Krakerlakenparty. Guten Tag, mit wem spreche ich denn da bitte? Schon guten Tag, Herr Kunst. Hier spricht Kontoberaterin Amaya Bayer aus dem globalen Finanzmarkt, wo Sie sich gerade angemeldet haben. Ach so. Haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich, Herr Kunst? Nee. Überhaupt keine. Okay. Haben Sie, wie ich auf dem System gesehen, haben Sie an Bitcoin Interesse gezeigt, ja? Naja, nicht unbedingt mit Bitcoin, mit Handeln und so halt. Ja, genau. Ich meine, Sie haben alle Möglichkeiten, auf diesem Bereich an verschiedene Finanzprodukte zu tätigen, ja? An Kryptos, Rohstoffen, Forex, auch in Aktien, ja? Aha. Herr Kunst, mit welchem Option möchten Sie hier arbeiten? Mit Finanzberater oder vollautomatisierten System? Was ist denn da besser? Was ist der Unterschied? Mit Finanzberater, genau, wenn als Anfänger würde ich gerne anfangen, empfehlen, zuerst mit Finanzberater zu arbeiten, ja? Warum? Er oder sie wird Ihnen immer wieder bestimmte Signale geben, zum Beispiel, also zur richtigen Zeit und zwar richtige Finanzprodukte zu tätigen. Aha. Sie können sozusagen 60% mit Finanzberater Arbeit machen, nächste 14 Jahre mit Ihrem 40 mit Ihrem vollautomatisierten System. Das heißt, Sie können Ihre Arbeit sortieren, ja? Genau, Sie werden mit Ihrem Finanzexpert richtige Strategie finden, okay? Aha. Um ganz normale Arbeit durchzuführen und genau als Wichtigste immer wieder Gewinne zu haben und höhere Balance bauen. Herr Kunst, haben Sie sich entschieden, mit welchem Summe möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Nee, nicht so richtig. Wie viel kann man dann da verdienen bei euch? Okay. Ist es genau verschieden, ja? Bei uns gibt es verschiedene Beträge. Minimal ist 250 Euro, dann 500, 1000. Für jeden Betrag werden Sie entsprechend auch Bonusgeld bekommen, ja? Entsprechend 30%. Zum Beispiel, von diesen 250 Euro können Sie wöchentlich 25-30% profitieren. Aber als erstes alles hängt vom Markt ab und von Ihrer Strategie. Das heißt, alles ist relativ. Sie können auch mehr verdienen, ja? Ja. Und auf welchem Markt befindet man sich da? Wie bitte? Auf welchem Markt befindet man sich da? Das ist Finanzmarkt, allgemeiner Finanzmarkt, ja, finanzielle Börse. Also nicht CFD. Nicht, wie bitte? Nicht CFD. CFD? SCA meinen Sie? Nee, CFD. CFD, das ist ein Plattformname. Nee. CFD, und was ist dann bitte? Ja, das ist die Art, wie man handelt, war jetzt die Frage. Also ab, meinen Sie Applikation, wo Sie arbeiten werden, ja? Ja, Sie sind ja eine komische Finanzberaterin, wenn Sie nicht mal wissen, was CFD ist. Ja, Kunst, Sie werden mit Ihrem privaten Finanzexpert genau die beste App finden, ja? Beste App bekommen. Es hängt auch von Ihrem Strategie ab. Naja, aber die Frage ist ja erstmal, was Sie überhaupt traden. Ist das CFD-Markt oder was ist das? Wie ich schon aus meiner Kunde wissen, ja, meine Kunden arbeiten, bevorzugen sie immer MT5, ja, MT5 ab. Also aber Sie wie gesagt, antworten nicht gerne so auf Fragen, ne? Sie reden dann lieber gerne was anderes. Ja, aber was ist CFA, CDA? Hab ich das ja ist nicht gesagt. Ein App? Nee, habe ich ja so auch nicht gesagt. Das heißt CFD. CD? Nee, CFD. CFD? Ja. CFD Trading, meinen Sie? Ja. Das ja, was ist denn genau ist? Auch ein Plattform, wo Sie genau, wenn Sie Wunsch haben, drauf zu traden, das ist auch Ihre Recht. Nee, CFD ja, ist ja so keine Plattform. CFD ist ja eine Art, wie ja, man genau, handelt. Das ist Trading. Genau, das ist automatischer Handel. Das meine ich auch. Wenn Sie möchten, mit diesem System weitergehen, das ist Ihre Entscheidung. Ja, wichtig gut, ist, dass Sie Ihr Konto nicht so aktivieren. Das hat sich jetzt nicht so angehört, als würden Sie sich damit auskennen. Herr Kunst, ich bin Kontoberaterin. Meine Arbeit liegt bei der technischen Seite. Aber Sie fragen mich bestimmt für
ihrer Arbeit. Diese alle Systeme bekommen sie, wie gesagt, von ihrem Experten. Ich bin kein Experte, damit ich entsprechende Erklärung dafür geben, ja? Ja, dann muss ich ja erstmal mit dem Experten sprechen. Expert, bei dem, mit dem Expert können Sie bei unserem nächsten Schritt also sprechen. Man hört Sie nicht mehr. Moment, jetzt können Sie mit unserem Experten sprechen. Ja, Moment. Ja. Kommt da jetzt noch einer ans Telefon oder war es das jetzt? So, schönen guten Tag, mein Name ist Frau Klein. Geben Sie mir mal bitte eine Sekunde, wenn das in Ordnung ist, ja? Mhm. Danke. Schönen guten Tag, Herr Kumpf, mein Name ist Frau Klein. Und zwar wurde mir mitgeteilt, dass Sie interessiert sind an Contracts of Difference. Ist das korrekt? Na, das war jetzt die Frage, ob das so bei Ihnen ist, ja. Ja, selbstverständlich. Sie sind aber, also wenn Sie sich registrieren und dann auch irgendwann im Anschluss auch noch verifizieren und einen Account an der offiziellen Börse haben, können Sie natürlich auch mit CFDs handeln. Also Wertpapiere, nicht nur das. Grundsätzlich können Sie den gesamten Aktienmarkt einschreiten und auch in Kryptografien einkaufen. Ja gut, aber Sie sagen es ja selber schon falsch. Account an der Börse, weil das ist ja dann kein Account an der Börse, wenn man es nicht Account, sondern ein Handelskonto haben Sie an der Börse. Ich sage es nicht falsch. Ich habe es gerade nur sehr einfach ausgedrückt, damit Sie mich auch verstehen können. Na, aber CFD ist ja nicht auch die Börse. Mit ist auch nicht die Börse. Das habe ich auch absolut nicht behauptet, dass das die Börse ist. Naja, aber Sie sagen ja ein Konto bei der Börse. Das ist es ja dann auch nicht. Ja, und da können Sie aber investieren, beziehungsweise natürlich auch in Wertpapieren einsteigen oder auch in den Kryptohandel oder grundsätzlich einfach in den Aktienmarkt. Das war damit gemeint. Nichts also anderes. Also handeln Sie nicht nur CFDs, sondern auch, man kann ganze Coins bei Ihnen kaufen. Ganze Coins können Sie kaufen. Sie könnten auch in Wasserstoff einsteigen, also Aktienanteile kaufen. Sie könnten PBF Energy einkaufen. Sie haben da einige Möglichkeiten. Also alles, was an der offiziellen Börse verfügbar ist, da können Sie auch einsteigen und das alles auch mitverfolgen. So mache ich denn das auf Ihrer Webseite? Was meinen Sie mit Ihrer Webseite? Waren Sie jetzt auf Deutsche Börse AG oder auch bei Stock Exchange oder welche Webseite meinen Sie? Nur von Ihrer Handelsplattform. Also ich verstehe immer noch nicht, was Sie meinen, weil es ist so, wenn Sie irgendwo auf einen Link klicken, werden Sie direkt erstmal an uns verbunden, beziehungsweise wir haben Ihre Kontaktdaten da und wir melden uns bei Ihnen, um Ihnen erstens zu helfen, ein Handelskonto einzurichten und zweitens Ihnen auch die Betrugswarnung auszusprechen. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist oder nicht, aber Sie müssen da sehr vorsichtig sein, weil sich auch gewisse Online-Broker bei Ihnen melden könnten. Ne? Und mit Online-Brokern sollten Sie nicht verkehren. Na, so wie aber wenn Sie Ihnen meinen, unsere Plattform heißt es, dann sprechen wir hier von der Deutschen Börse AG. Aha. Deutsche Börse AG. Auch, ganz genau, oder Stock Exchange. Stock Exchange wird vertreten in London. Das ist unsere Börse in London. Ob Sie jetzt nach Frankfurt kommen oder in London, beziehungsweise eventuell auch Washington DC, da werden Sie natürlich einen deutschsprachigen Experten haben, können wir Ihnen aber jetzt nicht sagen, welcher Standpunkt es sein wird oder Standort. Mhm. Genau. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Ich gucke gerade mal nach Deutsche Börse AG. Ja. Also wir sprechen da nicht von Plattformen, wir haben zwar einen Webtrader, wir haben einen Umstieg vom MT4 auf MT5. Das heißt, Sie werden dann die Möglichkeit haben, mit MT5 auch zu arbeiten. Momentan sind wir aber noch in der Umstellung. Das heißt, erstmal kriegen Sie einen Webtrader, das ist aber ganz in Ordnung. Da können Sie Hauptsache, Sie können erstmal Ihr Kapital verfolgen und alles andere wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich dann für Sie dann auch frei zugänglich sein. Und wie heißt der Link jetzt von der Webseite, wo man bei Ihnen tradet? Das wird immer, wenn Sie einen Account haben, dann wird man Ihnen den Link zukommen lassen. Ich kann es Ihnen jetzt so nicht sagen, welcher Link das sein wird, weil die Börse einige an Webtradern bzw. an sich gezogen hat, damit Sie lediglich Ihr Kapital erst noch verfolgen können, bis Sie MT5 haben. Das Programm, mit dem wir arbeiten, ist MT5, MetaTrader 5. Ja, das habe ich schon auf dem Rechner. Genau. Eigentlich war es immer so, dass Sie mit dem MT4, also mit dem MetaTrader 4 gearbeitet haben, wenn Sie nicht ein Kapital von über 1 Million hatten. Momentan sind wir, wie gesagt, in der Umstellung. Das heißt, Kapital auch unter 1 Million wird auf dem MT5 verwaltet. Bis dahin wird immer von der Börse ein Webtrader eingesetzt, den Sie dann nutzen können. Aber welches es jetzt sein wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Da würde ich Sie jetzt anlügen. Der Webtrader, der wird ja nicht von der Börse eingesetzt, sondern von Ihrer Plattform. Wie meinen Sie das von unserer Plattform? Na, Sie kopieren ja nur den Markt. Also passiert das ja alles nur auf Ihrer Plattform.
Sie sagen gerade, Sie kopieren den Namen. Wie kann ich bitte den Namen kopieren? Ich verstehe gar nicht, von welcher Plattform Sie sprechen. Den Markt, nicht den Namen. Sie kopieren den Markt. Sie kopieren den Markt? Ja. Nein. Ja, aber das ist doch aber CFD-Trading, den Markt kopieren. Bitte? CFD-Trading ist doch, den Markt zu kopieren. Das verstehe ich nicht, wenn Sie sagen, Sie kopieren den Markt. Trading ist nicht in den Markt kopieren, sondern wenn Sie gewisse Trades setzen. Das heißt, Sie steigen zum Beispiel mit 20 Euro in Bitcoin ein, was jetzt keinen Sinn machen würde bei diesem Preis, aber in 2 Sekunden später oder 2 Minuten später verkaufen Sie das Ganze wieder. Ja, das ist dann Trading und kopieren. Das ist Daytrading, aber das hat nichts mit Kopieren zu tun. Na, CFD-Trading ist den Markt kopieren. Man handelt Sie sagen kopieren Markt. Und Trading in einem Wort. Kopieren und Trading ist für mich, das ist nicht dasselbe. Doch. Okay. Sie haben wahrscheinlich dann auch in Frankfurt 150.000 Euro für Ihre Lizenz bezahlt, nehme ich dann mal an. CFD-Trading ist den Markt kopieren. Man handelt nicht an der echten Börse. Okay, bei uns ist es auf jeden Fall nicht so. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass wir das Ganze kopieren, sondern Daytrading heißt, Sie steigen ein und ich genauso wieder aus. Ich rede nicht von Daytrading, ich rede von CFD-Trading. CFD-Trading, das habe ich überhört. Das habe ich nicht gehört. Ich habe die ganze Zeit Trading verstanden und dass Sie sagen, dass wir das Trading, dass das ein Kopierverfahren ist, sozusagen. Nee, habe ich jetzt nie gesagt. Okay, gut. Also, CFD-Trading, ja. Ja, da handelt man ja nicht an der echten Börse. Genau. So, und dazu hätte ich jetzt gerne mal die Plattform. Wie gesagt, MT5 wird es bei Ihnen dann sein. Na, das ist ja nicht die Plattform. Ich muss ja irgendwo ein Online-Login dafür haben. Das muss noch bitte was? Einen Online-Login zu Ihrer Webseite muss es ja dafür geben. Genau, der wird aber dann entstellt. Wie gesagt, wir sind gerade in der Umstellung. Ich muss das nochmal erläutern. Wir hatten MT4. Ja, und jetzt sind wir in der Umstellung auf das MT5-Programm. Das heißt, Zwischenplattformen wie Binance oder Coinbase können immer genutzt werden, mit Verbindung zu Ihrem Handelskonto. Aber eigentlich haben Sie auf MT5 weltweit alle Aktien verfügbar und auch alle Wertpapiere oder grundsätzlich auch Kryptografie. Ja, wo Sie einsteigen können und wo Sie auch Trades setzen können. Wenn wir von einer Plattform sprechen, dann sprechen wir von einer Software und die heißt MT5. Ja, das ist aber keine Plattform, das ist ein Programm. Ja, das meine ich ja. Wenn Sie sagen Programm, reden wir von der Software MT5. Ja, aber Sie müssen noch eine Webseite haben. Börsen AG. Deutsche Börsen Stock AG. Stock Exchange. Da. Ja, wer sind Sie denn jetzt? Deutsche Börse AG oder Stock Exchange? Man kann ja nur eins sein. Man kann auch nur eins sein, aber ich habe Ihnen ganz am Anfang auch erläutert, dass entweder werden Sie zu der Deutschen Börse AG weitervermittelt oder zu Stock Exchange. Das habe ich Ihnen von Anfang an gesagt. Ja, und wer sind Sie denn, wenn Sie weitervermitteln? Wie meinen Sie das, wenn wir weitervermitteln? Sie klicken immer auf einen Link. Ja, aber unsere wenn Sie Aufgabe, sagen, wir sind Account Manager sozusagen. Ich erkläre Ihnen das. Bleiben Sie ganz ruhig. Also, es ist so, wenn Sie auf einen Link klicken, melden sich diverse Leute bei Ihnen. Das heißt, es können sich Online-Broker mit dieser Online-Trading-Website, die Sie meinen, sich bei Ihnen melden und sagen, hier zahlen Sie mal auf dieses Programm oder auf dieser Plattform so und so viel ein. Binance wird es nicht tun und Coinbase wird es genauso wenig tun. Unsere Aufgabe ist es als allererstes, Sie zu informieren, dass Sie auf solche Betrüger bzw. auf so einen Handel nicht eingehen sollten, grundsätzlich mit Online-Brokern nicht handeln sollten. Wenn, dann sollten Sie in die aktuelle bzw. offizielle deutsche Börse eintreten. Wenn Sie in der deutschen Börse sind, können Sie auch sagen, ich möchte bei der Deutschen Börse AG in Frankfurt bleiben. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob Sie zu Stock Exchange kommen oder zu der deutschen Börse. Ich werde bezahlt von Binance, Coinbase und von der Deutschen Börse AG. Ja, und bei welcher Firma arbeiten Sie? Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Nee, Sie haben gesagt, Sie vermitteln weiter zu der anderen Firma. Das ist ja nicht automatisch die gleiche Firma. Nein, ich habe Ihnen gerade gesagt, von wem ich bezahlt werde. Ja gut, aber von wem Sie bezahlt werden, ist ja nicht Ihr Arbeitgeber. Wie heißt denn Ihr Arbeitgeber? Doch, die Person, die mich bezahlt, der ist auch mein Arbeitgeber. Das heißt für mich, ich habe einen Vertrag von Binance. Ach, Sie haben einen Vertrag mit Binance. Also das heißt, Sie Ganz rufen genau. aus einem Callcenter von Binance an. Na, ich würde das nicht so beschreiben, denn es gibt hier auch Kollegen, die haben auch andere Verträge. Das heißt, ich bin eine Person von Binance, ja, aber es gibt hier auch Personen, die sitzen für Coinbase oder für Bitpanda da. Aber Sie wissen schon, dass das Betrug ist, was Sie da machen, ne?
Nee, das ist nicht Betrug. Doch, das ist Betrug. Das ist Bandenbetrug. Das ist kriminell. Okay, wie machen. Kommen Sie darauf? Ja, Sie erklären das ja sogar, dass das alles kriminell ist. Nee, ist es nicht. Doch. Ganz und gar nicht. Doch. Nein. Doch. Nee. Doch. Ja, da können wir uns ja streiten den ganzen Tag. Ja, so ist es. Sie rufen gerade kriminell an. Nee, das ist nicht kriminell. Doch. Das ist alles offiziell und das ist alles lizenziert und auch reguliert. Das ist ja Das wir brauchen uns da absolut gar keine Sorgen zu machen, das ist alles so auch in Ordnung. Wir müssen den Leuten sagen, wir müssen den Leuten auch Bescheid geben, dass sie auf jeden Fall nicht auf irgendwelche Broker einlassen, die sich bei ihnen melden. Genau, so wie Sie. Nein, ich bin kein Broker. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Broker bin oder sonstiges. Ja, aber Sie rufen illegal an. Bitte? Sie rufen aber illegal an. Ich rufe nicht illegal an. Nein, das stimmt nicht. Doch, Sie haben keine Werbeerlaubnis. Wie kommen... Na, bitte? Dann lesen Sie mir den Code von der Werbeerlaubnis vor. Sie müssen ja das Double Opt-in dazu haben. Bitte was? Mhm. Schauen Sie mal, genau. Wenn Sie nicht Handel betreiben möchten, verstehe ich nicht, warum Sie jetzt Ihre Zeit verschwenden und genauso auch meine Zeit verschwenden. Ich verschwende Ihre Zeit, damit Sie mit anderen Menschen nicht reden können, damit Ihre Arbeit gestört ist. Das ist der Grund des Gesprächs hier. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Mhm. Und da wird es heute auch noch mindestens über 10.000 Datensätze in Ihrer Datenbank geben. Tja, und nun reden Sie nicht mehr, oder was? Jetzt sind Sie mit dem Betrug aufgeflogen und dann sagen Sie nichts mehr. Naja, so macht man das also als Betrüger. Ja, hallo? Hallo, guten Tag, spreche ich mit Robert Habeck? Ja. Okay, Herr Habeck, super, ich heiße Stefan Ebner. Wie geht es? Was denn? Also, Herr Habeck, ich sehe, dass Sie auf unserer Werbungsseite angemeldet. Also, wie ich verstehe, interessieren Sie sich für zusätzliche Einkommen auf dem Finanzmarkt, ja? Mhm. Super, okay. Und wofür interessieren Sie sich? Also, für Kryptowährungen, Rohstoffen oder noch etwas? Ja, ist egal, ob das klingelt in der Kasse. Wie bitte? Ist egal. Mhm, verstehe. Okay, und darf ich fragen, ob Sie einige Erfahrung in diesem Bereich haben? Ja, dürfen Sie fragen. Wie bitte? Dürfen Sie fragen. Können Sie bitte noch einmal wiederholen? Ich sagte, Sie dürfen fragen. Okay, also ich habe gefragt, also haben Sie einige Erfahrung in diesem Bereich vielleicht? Nee, habe ich nicht. Okay, kein Problem. Also ich bin jetzt hier, um ein bisschen darüber zu erklären und zu erzählen, okay? Mhm. Okay, vielleicht wissen Sie, wie funktioniert Finanzmarkt? Nee, gar nicht. Okay, also auf dem Finanzmarkt verdient man auf dem Preisänderung. Also das heißt, man kauft billiger und verkauft teurer. Also Aha. Und auf diesen Preisänderungen verdient man, also wie in einem Geschäft, ja? Okay, und darf ich fragen, vielleicht haben Sie einige letzte Nachrichten über Finanzen gelesen, also vielleicht, welche Situation ist in der Welt jetzt zum Beispiel mit Bitcoin oder noch etwas? Nee. Okay, also heutzutage kostet Bitcoin nur 20.000 Dollar, also das ist der niedrigste Preis von allen Jahren. Wir verstehen, es ist eine schöne Möglichkeit, um heute einen Bitcoin zu kaufen, weil, wie unsere Finanzexperten sagen, wird Bitcoin am nächsten Tag steigern und wie wir verstehen, das ist eine schöne Möglichkeit, um schönen Profit zu bekommen, ja? Ja. Okay, also Herr Habeck, wenn Sie ein Anfänger sind, kann ich ein bisschen über auch unsere Zusammenarbeit erzählen. Also am meisten unsere... Ja, also meistens unsere Kunden sind auch Anfänger, also deshalb handeln sie zusammen mit unseren Finanzexperten. Aha. Also Finanzexperte, das ist ein Fachmann, der sehr große Erfahrung Aha. in diesem Bereich hat. Er hat auch Ausbildung in diesem Aha. Bereich gemacht. Ja. Also und sie handeln und verdienen zusammen. Hm. Ich sammle da denn, also wie in so einem Stickerheft. Wie bitte? Sammeln in einem Stickerheft denn so, oder wie? Können Sie bitte noch einmal wiederholen? Na, ist das denn in so einem Sammelheft? Oder wie ja, man ja. Das? Ja, also Sie handeln zusammen und verdienen zusammen. Also ja. Kurz zu sagen ist Ihr Finanzexpert eine Unterstützung im Onlinehandel. Hm. Ja, und darf ich fragen, also wie viel möchten Sie verdienen? So viel wie geht. Wie bitte? So viel wie geht? Na, oben habe ich mir da keine Grenze gesetzt. Mhm. Okay, also Sie haben über Profit gefragt. Also, ich habe gesagt, dass Sie handeln zusammen mit Ihrem Finanzexpert. Aber das ist Ihren Profit. Mhm. Also,
wie ich gesagt habe, Finanzexpert ist ihre Unterstützung im Onlinehandel, aber das ist ihren Profit. Ja. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel 1.000 Euro investieren und bekommen Sie ca. 30% Profit pro Monat, ja. Das ist also 300 Euro, ja. Bekommt unseren Finanzexpert ca. 10% aus Ihrem Profit, also das heißt 30 Euro. Mhm. Also, verstehen Sie das, ja? Nicht so richtig. Also, ja, also unser Gewinn ist etwa 10% von Ihrem Profit. Ja. Vom Deal. Ja. Also Sie wollen mir einfach was wegnehmen. Wie bitte? Sie wollen mir denn was wegnehmen. Ja. Ja. Können Sie bitte, was meinen Sie? Na, Sie wollen was wegnehmen dann. Nein, also Herr Habeck, noch einmal, okay. Also, zum Beispiel, Sie investieren 500 Euro. Hm. Sie handeln zusammen mit Ihren Finanzexperten. Ja. Also Ihr Investition bleibt immer bei Ihnen auf Ihrem Konto. Mein Konto. Ja, also und Ihren Finanzexpert kann nur die Signale Ihnen geben, also was und wann wird besser kaufen, um Profit zu bekommen. Ja. Und also wir nehmen nur etwa 10%, wie ich gesagt habe, von Ihrem Profit. Also und Sie verdienen also 90%. Verstehen Sie das aber? Ja, ich muss das gerade mal nachrechnen. Wie viel waren das? Wie bitte? Wie viel Prozent waren das? Wenn Sie zum Beispiel für einen Tag also 70 Euro verdienen, nehmen wir etwa 10%. 10% nehmen Sie da. Warten Sie, das rechne ich dann mal aus. Dann sind das... Wie viel Prozent bekomme ich denn? Also wie ich gesagt habe, unsere Kunden bekommen circa 30% pro Monat. Aber alles hängt nur von Ihnen ab. Also wenn Sie zum Beispiel jeden Tag handeln, Sie handeln mit sehr verschiedenen Aktiven, können Sie mehr und mehr verdienen. Das klingt gut. Ja. Also und auch unsere Interesse, wie Sie verstehen vielleicht, also wenn Sie verdienen, verdienen wir auch. Ja. Ja, okay. Weil Sie wollen ja da was wegnehmen. Wie bitte? Ich sage, weil Sie wollen ja da was wegnehmen. Was meinen Sie? Na, damit Sie auch was verdienen. Also, ich habe gesagt, wir nehmen 10% aus Ihrem Gewinn. Ja. Verstehen Sie das? Ja, das habe ich verstanden. Also, zum Beispiel, wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren und verdienen 70%. Ja. Ja? Ja. 70 Euro, nicht Prozent. Ja. Also, wir bekommen circa 10%. Ja. Also bleiben für mich dann ungefähr 90% über, wenn Sie sich 10% nehmen. Ja. Natürlich. Okay, habe ich schon alleine ausgerechnet. Wie bitte? Ja, das machen wir so. Herr Habeck? Ja? Ja, also vielleicht haben Sie einige Fragen. Na, zum Beispiel, wie lange alt ist eine Firma schon? Also unsere Firma arbeitet circa 10 Jahre auf dem Markt. 10 Jahre schon? Wie bitte? Das wäre 10 Jahre schon, das ist ja schon ein bisschen. Hallo? Ja, Herr Habeck, ich bin hier. Also okay, vielleicht, wie ich gefragt habe, haben Sie einige Nachrichten über Bitcoin gelesen? Weil, wie ich verstehe, interessieren Sie sich für Kryptowährungen, ja? Ja. Super, also, vielleicht haben Sie etwas darüber gelesen? Im Radio gestern, ja. Im Radio? Ja. Okay, und was genau haben Sie gehört, also? Ich habe gestern im Radio gelesen, dass Bitcoin gerade billig ist und jetzt soll man das machen. Ja, okay, und aber, also, was haben Sie gehört, was über Kryptowährungen haben Sie gelesen? Na, dass man das jetzt mit dem Bitcoin machen soll, weil da gerade der Bitcoin so billig ist. Ja, also wie ich gesagt habe, ja. Ein bisschen über Bitcoin auf dem Finanzmarkt jetzt. Ein bisschen Bitcoin schadet also, nie. Wie bitte? Ich sage, ein bisschen Bitcoin schadet nie. Ja, okay. Okay, und vielleicht haben Sie ja auch über einige anderen Kryptowährungen etwas gehört. Ja, da gibt es so einen, der heißt wie ein Hund. Vielleicht etwas über Ethereum? Nee. Nee, okay, also Ethereum, das ist auch ein Krypto.
wie ein Bitcoin, aber es ist ein bisschen billiger. Es kostet jetzt 1000 Euro. Okay. Aber das ist auch eine schöne Krypto, mit dem auch verdienen kann. Ja. Also das alles können Sie mit Ihrem Finanzexpert besprechen im Detail, wie ich gesagt habe. Mhm. Okay, und darf ich fragen, also das ist für Sie ein zusätzliches Einkommen oder ein Haupteinkommen? Nee, das mache ich alles nebenbei. Das habe ich alles so nebenbei. Mhm. Also, wie ich verstehe, arbeiten Sie jetzt auch, ja? Naja, nö. Ich lasse andere Menschen arbeiten. Mhm, verstehe ich. Sie haben... sind Sie Arbeitgeber also? Arbeitgeber wäre jetzt auch zu viel gesagt. Wie bitte? Arbeitgeber wäre jetzt auch zu viel gesagt. Ja, okay. Verstehe ich. Also, und vielleicht haben Sie etwas über Tesla und Elon Musk gehört. Ja, der hat ja hier erst bei uns in Brandenburg alles zugepflastert mit seinen Wassertempel. Mhm. Also, ich kann Ihnen auch eine schöne Nachricht erzählen, dass also Elon Musk, Tesla-Chef, sozusagen hält auch Bitcoin die Treue. Also, und wie ich verstehe, wie unsere Finanzexperten sagen, wird auch Dogecoin, das ist auch ein Krypto, aufsteigen, wegen dieser Nachrichten. Mhm. Also im nächsten Tagen wird Dogecoin steigen und das ist auch eine schöne Möglichkeit, um vielleicht ca. 10-15% Profit bekommen. Mhm. Okay, vielleicht haben Sie vielleicht einige Fragen über unseren über unsere Finanzexperten oder über unsere Zusammenarbeit. Ja, welche Augenfarbe hat denn der? Wie bitte? Welche Augenfarbe hat denn der? Was meinen Sie? Na, die Augenfarbe. Wie bitte? Na, Sie haben doch gesagt, ich soll Fragen über unseren Finanzexperten stellen. Und jetzt habe ich gefragt, welche Augenfarbe der hat. Ich weiß das nicht. Sie können das Ihren Finanzexpert fragen. Ach so, ja, weil Sie sagten ja, ich soll über den Finanzexperten was fragen. Also ich habe gefragt, vielleicht haben Sie etwas nicht verstanden und also diese Frage nicht, also solche Fragen wie zum Beispiel Augen und so weiter. Mhm. Okay, und darf ich fragen, wie alt sind Sie? Nee. Okay, also ich muss sagen, dass wir arbeiten nur mit erwachsenen Menschen. Ja, ich denke, ich bin schon ein bisschen alt. Ja, okay, ich weiß das nicht, deshalb ich frage nicht. Ich das. Ja. So. Kann man ja mal machen. Wie bitte? Ich sage, kann man ja mal machen. Fragen kann man immer. Okay, Herr Habeck, also... Ja. Sie möchten nicht sagen, wie alt sind Sie, ja? Naja, volljährig auf jeden Fall. Okay, Herr Habeck, ich habe Ihnen ein bisschen über Finanzmärkte erzählt. Mhm. Darf ich Ihnen mit unseren Finanzabteilung verbinden? Ja. Ich kann okay, ruhig super. Noch im nächsten bisschen plaudern. Hm? Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Guten Tag, ja. Hm. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Habeck. Ja, aber der Mann sagt, der Finanzexperte. Ich habe jetzt einen Kerl erwartet. Also wie ich weiß, möchte Herrn Ebner Sie mit Finanzabteilung verbinden, ja, nicht mit Finanzexperten, ja? So. Okay, Herr Habeck, wie ich verstanden habe, interessieren Sie sich ein bisschen für Finanzmarkt und für zusätzliches Einkommen am Finanzmarkt, ja? Mhm. Okay, was genau ist für Sie von Interesse? Na, Hauptsache, man macht ein bisschen Kohle mit. Herr Habeck, ich habe Sie nachgefragt, was genau haben Sie am Finanzmarkt gesucht? Wofür genau haben Sie Interesse? Na, Geld verdienen. Geld verdienen, okay. So. Womit möchten Sie am Finanzmarkt handeln? Also um Geld zu verdienen, sollen Sie was dazu machen, ja? Kann man da mit Menschen handeln? Geht es? Seien Sie bitte seriös und aufmerksam. Wenn man fragt, ich frage ja nur mal, wenn ich jetzt schon mal so einen Experten dran habe, kann ich auch mal fragen. Also am Finanzmarkt haben Sie solche Möglichkeiten, sich mit Kryptowährungen, Währungen, Rohstoffe, Wirtschaftsgüter zu beschäftigen, ja, mit diesen Basiswerten zu handeln und wirklich guten Profit zu erhalten. Ja.
Aber also, alles, was Sie genau jetzt nicht vorgelesen haben, ist auch nicht mit dabei, ne? Noch einmal bitte? Ich frage, alles, was Sie jetzt nicht vorgelesen haben, wäre dann auch nicht mit dabei, ne? Was haben Sie genau vorgelesen? Naja, was Sie nicht vorgelesen haben, ist auch nicht mit dabei, ist das richtig? Womit möchten Sie sich genau beschäftigen? Na, ich würde ja gerne mal wegen Menschenhandel gucken. Meinen Sie, Sie möchten mit unserem Finanzexperten zusammenarbeiten, ja? Ja, ja. Okay, okay. So wie ich vermute, haben Sie keine Erfahrung im Bereich Onlinehandel. Nee, gar nicht. Ist das richtig? Überhaupt okay. Nicht. Okay, dann hat Ihnen Herr Erbner gesagt, dass Sie mit Unterstützung von unseren Finanzexperten billiger kaufen werden und teuer verkaufen werden. Ja, so hat er gesagt, ja. Gut, und dieser Preisunterschied gehört Ihnen. Also, er hat auch darüber erwähnt, dass wir etwa 10% vom Deal für unsere Dienstleistungen abnehmen. Das ja. bedeutet, wenn Sie zum Beispiel mit unseren Finanzexperten ein Deal pro Tag eröffnen und dabei etwa, grob gesagt, nehmen wir an, 70 Euro verdienen, ja. dann beträgt unser Profit etwa 7 Euro und 63 Euro gehört Ihnen, das ist Ihr Profit. Ja. Daher verstehen Sie, dass wir daran interessiert sind, dass Sie nur verdienen, ja? Also wenn Sie 7 Euro haben möchten. Also gut, falls Sie das so verstehen, geht auch. Ja. Okay, Herr Habeck, wir arbeiten aber mit seriösen Menschen, die bereits nicht so jung sind, meine ich, nicht studieren, ja? Ja. Daher muss ich wissen, wie alt sind sie. Na, volljährig. Den wie Rest bitte? Machen wir ja dann eben mit der Legitimation, oder nicht? Wie alt sind sie? Na, volljährig. Den Rest machen wir dann bei der Legitimation. Es sieht so aus, als ob sie nicht seriös das halten. Sind sie nicht seriös, oder wie? Herr Habeck, ich arbeite jetzt hier mit einer seriösen Firma zusammen. Wie alt sind Sie, habe ich nachgefragt. Na, volljährig. Ich glaube, es ist so, nicht so komplizierte Frage, naja, aber ich möchte um diese die zu Frage beantworten. Nicht beantworten. So geht es nicht. Doch, so geht es, weil bei jeder anderen Firma schicke ich meine Legitimationsdaten einfach per E-Mail ein oder per Postident-Verfahren, was sogar so noch besser wäre. Und Sie wollen das am Telefon haben? Das ist unseriös, sowas am Telefon zu besprechen. Sowas macht man doch schriftlich. Was für ein Geheimnis ist, ist ja, Ihr Alter. Ja, das muss ja Alter. Keiner wissen. Ich habe schon so viele Schönheits-OPs hinter mir, da muss ich doch jetzt nicht mein Alter verraten. Sind Sie ein seriöser Mann? Ja, natürlich. Sehr geschäftstüchtig. Ich lasse immer andere arbeiten. Hatte ich jetzt bei Ihnen auch vor. Stand ja in der Werbung. Okay, dann freut mich sehr. Sagen Sie mir bitte, warum überhaupt kam dieses Thema für Sie in Frage? Na, wegen der Mieten. Ich will auch das Fass doch haben. Ich will auch die ganze Kohle. Verstehen Sie das, dass es wirklich preiswert ist, sich mit Onlinehandel zu beschäftigen, ja? Ja. Wenn Sie zum Beispiel Kredite haben, dann können Sie in kurzer Zeit diese bezahlen. Ja. Haben Sie Kredite? Nee. Das ist sehr gut, das freut mich. Okay, dann glaube ich, haben Sie gute Arbeit und verdienen gut, ja? Ja. Okay, was verdienen machen Sie? Verdienen ist ja immer so eine Sache. Was machen Sie beruflich? Politiker. Noch einmal bitte? Politiker. Ach so, Sie sind Politiker. Ja. Und bei welcher Partei sind Sie? Bei den Grünen. Grün, das ist sehr gut. Ja. Das ist sehr gut. Nur Grün ist gut. Da wachsen die Blümchen nach und die Flugzeugstreifen am Himmel malen. Das haben wir alles unter Kontrolle. Ja. Ja, genau. Dann können Sie sich zum Beispiel mit Aktien von Tesla beschäftigen. Meine ich, können Sie Aktien von Tesla kaufen und verkaufen. Und was Wichtiges ist, also Tesla hat Sprit gemacht. Haben Sie das gehört? Er hat Sprit gemacht. Genau. Was ist denn für ein Sprit? So ein Schlingel, den müssen wir gleich wieder besteuern. Wissen Sie, was das bedeutet? Herr Habeck, wissen Sie, was Sprit bedeutet? Sind Sie noch da, oder? Hallo? Hallo? Ja, ja, also, ich bin nochmal bereit. Freut mich sehr. Wissen Sie, was Sprit bedeutet? Das ist Tankmann.
Okay, das ist kein Geheimnis wie Ihr Alter, aber nichtsdestotrotz erzähle ich Ihnen. Also Split bedeutet, dass Sie derzeit 3 Aktien im Preis von einer Aktie kaufen können. Ach so. Ja. Mhm. Verstehen Sie das, ja? Ein bisschen. Aber okay. Du musst das auch nicht verstehen, ich will ja bloß Geld verdienen. Was genau verstehen Sie nicht? Na, das alles, aber das ist mir doch auch real, weil ihr sollt doch die Arbeit machen. Also, das hat Ihnen Herr Emner gesagt und das habe ich Ihnen auch gesagt. Falls Sie was nicht verstanden haben, dann wiederhole ich das noch zum dritten Mal. Brauchen Sie nicht wiederholen. Ich will das ja auch nicht wissen. Ich will ja, wofür ich da mein Geld verdienen kann. Der Rest ist mir doch egal. Okay, Herr Habert, sehr wichtig ist also, welche Ziele müssen Sie dabei erreichen? Möglichst viel Geld. Dann verdienen Sie nicht so viel, wie es für Sie wünschenswert ist, oder? Ja, man kann doch nie genug haben, oder nicht? Ich meine, ich habe 10.000 Euro im Monat. Und dann können Sie hier nochmal von dem ganzen Lobbyismus-Kram auch nochmal so bummelig, 25.000. Das macht 35.000 Glocken im Monat. Die können wir erstmal irgendwo an der Seite schaffen, dass das keiner sieht. Haben Sie jetzt 10.000 pro Monat? Mehr, 35. 35, ja? Ja, na, wir machen auch ein bisschen Lobbyismus und so. Und dann, ein bisschen Diätenerhöhung und sowas. Okay, okay. Wohnen Sie zusammen mit Ihrer Mama noch? Nee. Okay, und was hat Ihre Mama damit zu tun? Was hat das damit zu tun? Weiß ich doch nicht. Was soll das? Haben Sie Familie oder wohnen Sie alleine? Das behalte ich auch anonym. Das werde ich nicht verraten. Nochmal bitte? Der Feind lauert überall. Aber wissen Sie, mir passiert ja nichts. Wenn hier die Bomben fliegen, dann gehe ich in meinen Bunker. Ich muss ja nicht in den Krieg. Können Sie ein bisschen deutlicher sprechen? Also die Verbindung ist nicht so gut. Na, wollen Sie mir jetzt doch nicht erstmal das Geld nehmen und dann können wir anfangen? Dann müssen wir alles noch einmal abklären. Was denn? Was haben Sie am Finanzmarkt gesucht? Mit welchem Zweck haben Sie Ihre persönlichen Daten hinterlassen? Richtig schön Asche im Portemonnaie. Was soll man sonst suchen? Gibt's doch Kaugummis oder was? Ich glaube nicht, dass wir da Kaugummis bestellen können. Mir geht es um die Kohle, nicht mehr. Der Mensch ist nicht wert. Ich will die Kohle auf mein Konto. Herr Habeck, müssen Sie Ihr Handelskonto derzeit eröffnen? Natürlich, sonst würde ich doch ja nicht mit ihm babbeln hier. Sehr gut. Um etwas Ihnen anbieten zu können, sagen Sie mir bitte, welche Zahlungskarte benutzen Sie? Visa oder Mastercard? Das ist alles vorhanden. Noch einmal? Das ist alles vorhanden. Ich habe hier auch so eine Tankkarte vom Bundestag. Kann ich die aufnehmen? Okay, dann sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe möchten Sie einsteigen? So viel wie geht. Also... Bei uns beginnen normalerweise durchschnittlich beginnen unsere Kunden mit der Summe von 500 Euro. Nee. Also, das ist doch peinlich. Und mit welcher Summe müssen Sie einsteigen? Na, nehmen wir ja gleich 35. Wie bitte? Na, 35 wenigstens. 35? Ja. Haben Sie das richtig gehört? Na klar. Dann als Politiker sollen Sie das verstehen, dass 35 Euro ein Tropfen im Ozean ist. Na, so geht es nicht. Zu, oder was? Ich rede doch nicht von 35 Kaugummis. Was werden Sie für dieses Geld kaufen? Hä? Was? Das ein Stückchen doch nicht oder das was? An, was ich damit kaufe. Da werde ich meinen Bunker schön mit pinke Blümchen an der Wand verzieren, aber das muss ja keiner wissen. Aber ich will das da damit machen, und zwar ordentlich. Also brauchst du doch hier nicht mit 500 anfangen. Herr Habeck, als kluger Politiker sollen Sie verstehen, dass es Grenze gibt, aber, ja? Also haben, die minimale Summe... Moment, ich unterbreche Sie nicht. Was? Ich unterbreche Sie nicht, und Ihrerseits ist es na, unmöglich, doch, eine Frau zu unterbrechen. Ah? Hören Sie bitte aufmerksam zu, dann werden Sie was sagen. Was denn? Ich will doch das Geschwafel ja nicht hören. Ich will jetzt nur also, wissen, die minimale Summe, mit welcher Sie einsteigen können, mit welcher Sie Ihr Handelskonto aktivieren können, beträgt 250 Euro. Na, damit fangen wir aber ja nicht erst an, das war albern. Das ist für Sie zu viel, ja?
Nee, das ist lächerlich. Bei Ihrem Gehalt 10.000 Euro ist es zu viel, ja? Baby, hast du jetzt mal zugehört? Baby, ich will 35 Glocken in Zahlen und nicht Euro. Was wollen Sie? Mal Geld verdienen, Geld. Da brauchen wir nicht mit 500 Pisslinge anfangen. Da wische ich mir den Arsch morgens mit ab. Oder lasse mir den Arsch abwischen. Dafür habe ich meine Sklaven. Wer ist alles? Ich will Geld verdienen. Können wir jetzt mal anfangen mit der Bezahlung hier? Oder wollen Sie meine Zeit verschwenden oder was? Ich glaube, Sie sind nicht seriös. Noch einmal habe ich nachgefragt. Mit welcher Summe? Noch 35 Glocken. 35, ja? Können wir jetzt mal anfangen, Rosa? Was ist jetzt hier? Oder sind Sie unseriös? Okay, dann sollen Sie an der Firma. Dann sind Sie unseriös. Ja, genau. Ich stecke meinen 35.000 woanders hin. Denn auch wenn Sie jetzt nicht haben wollen, die 35.000 Glocken, dann schmeiß ich sie woanders hin. Hallo, Herr Habeck? Ja. Hier ist wieder Stefan. Also, meine Frage ist, haben Sie noch einige Fragen dazu? Ja, was beschäftigen Sie denn da eigentlich für Klopsköpfe? Das ist meine private Information. Also, ich möchte noch eine Frage stellen. Also, möchten Sie Ihr Handelskonto mit Summe 250 Euro aktivieren? Sag mal, sind Sie irgendwie komplett blöd oder was? Ich habe hier so auch 35 Glocken. Ich stelle Ihnen noch einmal die Frage. Möchten Sie Ihr Handelskonto mit Summe 250 Euro aktivieren? Alter, jetzt mach mal einen Schnabel zu. Ich glaube, ihr könnt ja nicht oder was. Ihr könnt ja überhaupt nicht. Sie haben einen kleinen Schwanz, um das zu machen. Sie haben einen kleinen Schwanz, das zu machen. Mit 250 Billip alle Euro. Ich will hier richtig Geld verdienen und nicht nur mit so 3 Euro da anfangen. Hör mal. Ja. Also entweder ich kriege jetzt hier die Zahlungsdaten und kann jetzt hier anfangen auf eurer Gammelding da oder belassen das. Vielleicht können Sie einen anderen Unternehmen... So, wollen wir jetzt hier anfangen oder wollen Sie jetzt hier nur meine Zeit verplempern? Weil ich glaube nämlich, Sie sind unseriös. Ich glaube, Sie sind unseriös. Haben Sie irgendwie geistige Verwirrung oder was? Haben Sie schon ein bisschen zu viel an unsere Kondensstreifen geschnüffelt oder was? Ja, ich glaube, Sie haben ein bisschen zu viel Kondensstreifen geschnüffelt. Ganz genau, so sieht das aus. Also, Herr Habeck, ich weiß, dass wir können nicht weiter zusammenarbeiten. Ja, ich weiß, dass Sie absolut unprofessionell sind. Sie sind unseriös. Herr Habeck, vielleicht haben Sie einige Probleme mit Ihrem Kopf. Unseriös, Sie kleines Würstchen. Ah, ich habe verstanden. Sie haben Probleme mit Gesundheit. Ich glaube, Ihr Würstchen ist kaputt. Vielleicht Sie sind ein bisschen dumm, ja? Kleine Eule, Schnapsdrossel. Hallo? Hallo, ist da noch jemand dran? Hallo? Herr Habeck? Ja? Herr Habeck. Was möchtest du denn, du kleines Pepiwürstchen? Robert, wie geht es? Na, also, mit eurem unseriösen Unternehmen gar nicht. Vielleicht bist du gay, Robert. Eurem unseriösen Unternehmen. Bist du gay? Ich habe gefragt, bist du gay? Na, also ich glaube, Robert. Das bist ja wohl du. Robert, nein, ich bin kein Gay, du bist Mach ein Gay. Mach mal deinen Sichtschlitz zu, da kommt nur... Vielleicht hast du auch einen sehr kleinen Schwanz. Ja. Und deshalb können wir weiter nicht sprechen. Aber hat's ja gleich wohl auch beleidigt. Du bist ja auch so ein kleines Würstchen, du. Also, das will ich also, Herr Habeck, hör mal, ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag. 30 Minuten, komplett für den Arsch. Ja, also ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir nicht. Ich hoffe, dass du kein Geld mehr mit deiner Firma verdienst. Schönen Tag, viel Glück. Und dass du landest mit dem, was du da tust. Vielleicht können wir in Zukunft noch einmal das alles besprechen und unsere Zusammenarbeit beginnen. Wem rufst du mit einer gespooften Telefonnummer an? Gespoofte Telefonnummern sind in Deutschland auch klar. Also auch das ist nicht erlaubt. Und dann machst du auch noch Kaltakquise. Also, Herr Habeck. Auch das ist in Deutschland nicht erlaubt. Sie sprechen so viel. Ja, also du bist nichts anderes als ein Betrüger. Also, Herr Habeck, ich habe gesagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich dir nicht. Ich wünsche dir den schlechtesten Tag, den man sich nur vorstellen kann. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Falls Sie ein Betrüger sind, dann arbeiten wir zusammen nicht. Betrüger, du Krimineller.
Okay, Herr Habeck. Ja, der Name ist auch gelogen. Hm? Du glaubst doch nicht, dass der Name stimmt. Ja, ich heiße Adolf Hitler. Ja, so siehst du aus. Habeck, ich heiße Rudolf. Adolf, mhm. Rudolf. Ja. Kannst ja machen. Wahrscheinlich hast du auch Lippenstift unten rum dran, wa? Sie sprechen so schnell, ich kann Ihnen nicht verstanden. Ja, das verstehen. Ist einfach an deiner Intelligenz, weil deine Intelligenz ich ist verstehe so klein nicht. Und nicht vorhanden. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, ehrlich zu sagen. Ja, liegt halt an deiner nicht. Intelligenz. Nicht vorhanden. Ja, du kleine Pippi, du. Du kleine Kiezbrille, Pippi. Also Herr Habeck, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, das wünsche wenn ich Sie dir. Wenn Sie Ihr Handelskonto nicht aktivieren möchte, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Du betrügst Menschen um ihr Geld. Oh, okay, Herr Habeck. Okay, ich habe gesagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielleicht in Zukunft können wir zusammenarbeiten. Okay, dann tschüss, ja, schönen Tag, Glück. Such dir mal ganz schnell einen neuen. Ja, hallo. Hallo, Gerd Nüssig. Das spricht. Ja, ich grüße Sie bitte. Hier ist Lili Weiß von der Handelsplattform. Sie sind gerade bei uns registriert, ja? Okay. Wie heißt denn die Seite? Genau. Das ist bitte, jetzt gerade haben Sie auf unserer Seite Ölprofit die Anmeldung gemacht. Das ist unsere Werbungsseite. Es geht um Öl, Rohstoffe und so weiter. Ich bin die Ansprechpartnerin und ich werde alle weiteren Schritte erklären, ja? Ja. Genau. Sagen Sie mir erst mal, ob Sie Erfahrung haben. Und dann, das ist komplett neu für Sie. Okay. Alles klar. Und wie wollten Sie bei uns beschäftigen? Möchten Sie selbstständig handeln oder mit unserer Software? Na, weiß ich nicht, was macht denn da Sinn? Wie bitte? Was macht denn da mehr Sinn? Also normalerweise, wenn die Kunden schon Erfahrung haben, die wissen schon, wie das funktioniert und die handeln. Das machen wir alleine mit unserer Software. Wenn die Kunden ohne Erfahrung sind, dann die handeln mit Hilfe von unseren Experten. Ja. Sie bekommen volle Unterstützung von unserer Seite. Können Sie entweder mit unserer Software beschäftigen, Algorithmus, oder selbstständig dann mit unseren Beratern. Nach dem Kontoaktivierung, Sie werden bei uns Ihre eigene Finanzexperte, Ihre Kontomanager haben. Und mit dem Berater werden Sie alle weiteren Schritte abklären, ja? Genau. Und was meinen Sie bitte? Starten Sie jetzt mit minimalem Startkapital oder werden Sie ein bisschen mehr investieren? Was ist denn da der Unterschied? Also minimales Startkapital, damit Sie Ihr Konto aktivieren können, das ist nur 250 Euro. Als Anfänger können Sie gerne sogar mit kleiner Summe anfangen, anschauen, wie das funktioniert. Jederzeit sogar nach ein paar Wochen oder Monaten. Wenn Sie denken, dass alles geht sehr gut, können Sie noch mehr auf Ihrem Konto draufzahlen. Oder Ihr Profit auszahlen lassen, nach ein paar Monaten und mit dem Handelsprozess beenden. Natürlich, wenn Sie sogar am Anfang noch mehr investieren, dann bekommen Sie halt damit noch mehr Chancen, mehr Geld zu verdienen. Also das entscheiden Sie selbst. Können Sie mit noch mehr investieren oder mit minimaler Summe können Sie auch einsteigen. Was meinen Sie? Starten Sie mit 250 Euro oder werden Sie mehr investieren? Ja, wenn Sie sagen, das passt so, dann machen wir 250 Glocken. Wie bitte? Genau, können Sie mit minimaler Summe dann ausprobieren. Und welche Einzahlungsmethode wäre optimal für Sie? Wie würden Sie einzahlen? Haben Sie zum Beispiel PayPal? Nee. Okay, Kreditkarte, Visa oder Mastercard? Nee. Okay, dann wie würden Sie bitte investieren? Na, mit ganz normaler Überweisung, so wie sonst immer. Alles klar. Kein Problem. Also, ehrlich zu sagen, normalerweise, die Kunden zahlen bei uns mit Kreditkarte, Visa oder Mastercard oder mit PayPal. Aber, weil sie keine davon haben, natürlich, sie sind nicht der einzige Kunde bei uns. Wir haben viele Kunden, die keine Karte oder keine PayPal haben. In diesem Fall, wir haben ausnahmsweise unsere europäische gebührenfreie Bankverbindung. Bankdaten von Litauen, die Konto, und die Bank besitzt in Litauen. Für die kleinere Summe, wenn die Kunden unter 1.000 Euro investieren, dann haben wir solche Bankverbindungen. Über 1.000 haben wir Schweizer oder deutsche Bankdaten. Deswegen, ich werde jetzt das gerne für Sie vorbereiten.
Und können Sie sehr gerne das Geld überweisen. Das kostet Ihnen keinen extra Cent. Sie brauchen nur die Summen. 250 Euro zu überweisen. Machen wir so? Wieso ausnahmsweise? Standard. Natürlich, das ist Standard, aber normalerweise Kunden zahlen bei uns mit Kreditkarte, wie gesagt. Jeder hat heutzutage Visa oder Mastercard oder PayPal. Aber ja, wenn die Kunden, kein Problem, also wenn die Kunden keine davon haben, wie Sie zum Beispiel, deswegen haben wir unsere Bankverbindung, damit die Kunden natürlich nicht ohne Investition bleiben, ja? Damit jeder kann investieren, das Geld einzahlen und so weiter. Deswegen habe ich gemeint, ja. Jetzt bitte, ich vorbereite dann Bankverbindung für Sie, für die kleinere Summe, 250 Euro. Und von welchen Bank haben Sie bitte Internetbanking? Wenn ich fragen, da haben Sie Sparkasse, Commerzbank, Volksbank? Ist egal, ist aber gleich. Wie bitte? Ist doch egal, ist doch überall gleich. Natürlich, das ist egal. Für uns spielt keine Rolle. Das habe ich einfach nur als Frage gestellt. Jetzt dann arbeiten Sie mit dem Handy oder mit dem Computer, Herr Hartmann? Mit welchem Gerät können Sie weiterarbeiten? Ja, genau. Mit dem Handy oder mit dem Computer, bitte, habe ich gefragt. Ja, habe ich da. Computer meinen Sie, oder? Nur Handy haben Sie dabei. Ja. Okay. Dann loggen Sie jetzt auf Ihrem Online-Banking ein, öffnen Sie Ihr Internet-Banking. Wenn Sie soweit sind, sagen Sie mir und ich diktiere gerne unsere IBAN und Verwendungszweck. Nehmen Sie ruhig Zeit, sagen Sie mir, wenn Sie soweit sind. Warum? Was meinen Sie bitte? Ja, kann man loslegen. Wie bitte nochmal? Na, wir können dann anfangen jetzt. Sind Sie schon eingeloggt, meinen Sie, auf Ihrem Online-Banking? Ja. Sehr gut. Jetzt wählen Sie bitte Auslandsüberweisung aus oder SEPA-Überweisung. Ja. Das ist unterschiedlich in jeder Banken. Deswegen habe ich gefragt, welche Bank besitzen Sie einfach? Das war, ja, ich nur brauche Frage. Einfach nur die IBAN-Nummer, mehr brauche ich da gar nicht. Genau. Achso, kein Problem. Jetzt diktiere ich Ihnen IBAN. Jawohl, Sekunde. Ja. Und ich warte noch ein paar Sekunden von meiner Abbuchungsabteilung, genau Invoice unter Ihr Name. Bis dahin, ich werde jetzt ein paar Fragen stellen, ja? Ich soll gleichzeitig für Sie ein kleines Formular ausfüllen und habe ich ein paar Fragen, ja. Das ist eine Formalität, jeder Kunde bei uns hat sein eigenes Portfolio. Sie sind jetzt unsere Kunde und Sie sollen auch Ihr eigenes Portfolio haben. Deswegen habe ich ein paar Fragen. Sagen Sie mir bitte erstes Mal, wie alt sind Sie, Ihr Alter? Ich bin 29. Wie bitte? Ja, genau. Ich habe Sie nicht, habe ich nicht so gut verstanden. Nochmal. Ihr Alter? 29. Herr Hartmut, ich habe es gesagt, ich habe es nicht korrekt verstanden. Können Sie nochmal sagen? Habe ich trotzdem nicht verstanden. Deutlich, können Sie nochmal sagen? Machen Sie Spaß jetzt, oder? Nee, wieso? Dann habe ich gesagt, habe ich nicht verstanden. Können Sie? 29. Habe ich korrekt verstanden? Ja, danke Ihnen. Jetzt habe ich geschürt. Sehr gut. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Da bin ich Kaffeesatzleser. Wie bitte? Kaffeesatzleser. Und in welchem Richtung? Na, Kaffeesatz lesen. Können Sie mir buchstabieren? Wie schreibt man das als Beruf? Darf ich keine Fehler machen? Wozu brauchen Sie das da? Ich habe Sie nicht so gut verstanden, deswegen, wenn Sie mir den Namen buchstabieren von Ihrem Beruf, ich würde das genau aufschreiben. Ja, aber wozu wollen Sie das aufschreiben? Genau, Kaufmann, das kommt weiter, erste Buchstabe ist K. Und wozu wollen Sie das dann aufschreiben? Bei dem Formular, Herr Hartmut, habe ich gemeint, ich soll für Sie Formular ausfüllen. Und ich habe Sie nicht verstanden, Ihren Beruf, wie haben Sie gesagt. Deswegen, diese Wort, buchstabieren Sie mir einfach, ja? Jo, Kaufmann? Sie vielleicht einfach die Frage auch mal beantworten, dann wäre das ja vielleicht auch schon erledigt. Wie bitte? Wollen Sie nicht mal meine Frage beantworten? Welche Frage? Sie hören sich gerne selber reden, ne? Wie bitte? Ja. Ich habe gefragt, warum Sie das brauchen. Ich habe es auch geantwortet, also nee. Das braucht jeder Kunde bei uns. Jeder Kunde auf dem Finanzmarkt hat seine eigene Portfolio. Sie sind jetzt unsere Kunde und ich soll für Sie ein kleines Formular ausfüllen. Das habe ich gemeint. Und deswegen sollen Sie dann, soll ich dann ein paar Fragen stellen. Wozu?
Was meinen Sie bitte? Ja, wozu brauchen Sie das? Für Ihr Formular. Sie sind doch unsere Kunden, ja? Und wozu brauche ich das in meinem Formular? Wir haben ca. 100 Kunden täglich und niemand hat Probleme bei der Ausfüllung von diesem Formular. Ist das jetzt irgendein Problem für Sie? Ja, wenn ich weiß, warum, dann nicht. Dann, ich habe es gesagt, Sie sollen Ihr eigenes Portfolio haben. Wir sollen Bescheid wissen, mit wem sollen wir weiterarbeiten, Herr Hartmut. Das hat doch nichts mit meinem Beruf zu tun. Okay, jetzt bitte habe ich noch eine Frage. Sekunde. Staatsangehörigkeit? Wozu brauchen Sie das denn? Sind Sie Deutsch, ja? Ja. Also hier Hartmut, wenn Sie bitte zu der Bank gehen oder irgendeine Unternehmer, also jeder hat sein eigenes Formular, Sie sollen dann sich verifizieren. Und wovor wundert sich, dass ich jetzt Fragen stelle? Ja, weil das Quatschfragen sind. Die haben ja nichts mit einer Verifikation zu tun. Verifizieren tue ich mich mit meinem Personalausweis und nicht, ob ich arbeiten gehe und welche Staatsangehörigkeit habe. Natürlich, Herr Hartmut, wenn Sie bitte ohne, also wenn Sie arbeitslos sind, das hat keinen Sinn, dass Sie jetzt investieren, ja? Ja, aber was meinen auch, Sie? Das geht Sie doch aber auch nichts an. Okay, Herr Hartmut, dann machen wir Folgendes. Ja, lassen wir das die Ganze. Sagen Sie mir, wie weit sind Sie jetzt? Am Handy arbeiten Sie oder am Computer? Ja, am PC. Am PC. Und sind Sie schon eingeloggt, meinen Sie, auf Ihrem Online-Banking? Ja, so weit waren wir ja schon. Mittlerweile bin ich wieder ausgeloggt, ja. Okay, also wissen Sie überhaupt, was Sie machen möchten, oder? Wie ist die Frage jetzt gemeint? Sie sind doch jetzt mitten dabei, oder nicht? Ja, wir waren dabei und ich habe ein paar Fragen gestellt und irgendwie von Ihrer Seite, ich habe es nicht verstanden. Also wieso haben Sie Probleme, ein paar Fragen zu beantworten? Ist das geheim, oder? Die Fragen ergeben halt einfach gar keinen Sinn. Die sind einfach nicht logisch. Nein, das hat sehr großen Sinn, weil so arbeitet Finanzmarkt. Ja, dann erkläre mir doch aber welchen Sinn. Du kannst doch nicht mal erklären, welchen Sinn. Nein, ich habe genug beantwortet. Jeder Kunde... Nein, lassen Sie mich ausreden. Wenn Frau redet, Sie sollen lassen. Du musst mich aber aussprechen lassen. Ganze Frage, ganze Antwort. Nicht halbe Frage, halbe Antwort. Das funktioniert so nicht. So. Nein, ich habe geantwortet. Nee, hast du eben nicht. Du quatschst immer dazwischen. Anstatt mal die ganze Frage mal komplett anzuhören. Weil damit zögerst du doch einfach nur alles raus. Komplett sinnlos. Anstatt einfach mal zuzuhören. So, kann ich jetzt die Frage stellen? Natürlich. Wozu brauchen wir denn die ganzen Fragen? Zur Legitimation ist es ja nicht. Das ist jetzt Ihre Frage? Das ist die Frage. Alles klar. Ich würde nochmals jetzt wiederholen, was ich schon gesagt habe. Nee, jeder Kunde auf dem Finanzmarkt... Nein, nicht wiederholen. Einfach mal vernünftig darauf antworten. Nicht die gelogene Antwort, die ja gar nicht dazu passt. Ich will meine richtige Antwort dazu. Jetzt, Herr Hartmut, hören Sie mich ganz gut zu. Weiß ich nicht, was passt es jetzt bei Ihnen oder was möchten Sie zu hören? Seit Jahren arbeiten wir mit solchen Regeln. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, dann können Sie ausloggen und dann bleiben Sie in Ruhe mit Ihrem Gewünschen. Ja? Ich habe es mehrmals gesagt, jeder Kunde soll sein Portfolio bei uns haben. Das ist nur ein paar Fragen, weil jeder Kunde braucht Portfolio. Wir sollen Bescheid wissen, mit wem arbeiten wir. Ja, die Kunden... Ja. Wozu? Was meinen Sie mit wozu? Das fragt mich keine normale Bank. Keine einzige. Nicht eine. Ja, es ist keine Bank. Es ist Finanzmarkt. Nicht nur bei uns. In ganzer Welt, ganzen Länder. So arbeitet Finanzmarkt. Ja, Sie sind eine Tradingbank. Das ist das Gleiche. Da brauche ich einen Personalausweis und mehr nicht. Nein, wir sind keine Sparkasse oder keine deutsche Bank. Es ist Finanzmarkt. Richtig, Sie sind eine Tradingbank. So, und da brauche ich, um mich zu legitimieren, einen Personalausweis. Punkt aus, Ende. Mehr brauche ich nicht. Okay, Herr Hartmann, so ist bei uns geregelt. Wenn Sie bitte bei uns arbeiten wollen, das soll kein Problem für Sie sein, dass Sie noch zwei Fragen beantworten. Warum Sie das so machen? Was meinen Sie? Habe ich wirklich nicht verstanden. So wollen Sie die ganze Ihre Leben, 29 Jahre, machen Sie Probleme über alles? Ich will schon wissen, wo ich mein Geld reinstecke, ja? Ich will doch nicht einfach irgendwo mein Geld versenken. Mit blöden Aussagen. Natürlich, wir würden auch gerne wissen, mit wem sollen wir weiterarbeiten. Wer ist es, Mann oder Frau eigentlich? Oder ja, was meinen Sie? Dafür bekommen Sie einen Personalausweis, aber mehr nicht. Ja, nein, Personalausweis ist nicht genug auf dem Finanzmarkt. Wir sollen wissen, was macht unsere Kunde beruflich sogar. Dann sind Sie Betrüger.
dann sind Sie Betrüger, weil das braucht keine Bank. Ja, Sie sind wirklich, weiß ich nicht, was Sie selbst machen möchten. Sie wissen das selbst nicht. Kommen Sie bitte klar zu uns. Nein, Sie wissen nicht. Meine Zeit kostet auch. Ich habe jetzt andere Kunden auf die Leitung. Sie sind ein unseriöser junger Mann. Wollen Sie weiter? Ja. Das war's schon mit der Kakerlakenparty. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Lass gern noch ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Wenn du magst, findest du hier jetzt noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.